Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garagenplausch. Diesmal möchte ich auf meinen jüngsten Fuhrparkzugang eingehen. Letztes Jahr im Frühling hatte ich die Gelegenheit, die neue Africa Twin Probe zu fahren und seitdem ließ mich der Gedanke nicht mehr los, dass dies das perfekte Reisemotorrad für mich wäre, was auch abseits der befestigten Straßen eine gute Figur macht. Um den Jahreswechsel herum verfestigte sich der Gedanke und Ende Januar stand sie dann endlich in meiner Garage. Die Wahl fiel natürlich auf das komplette Paket inklusive DCT in Honda Rallye Rot. Diese Entscheidung bereue ich nach nun schon über 2000 Kilometern in keinster Weise. Einzig der Serienreifen Dunlop D610 schmälert etwas das Fahrvergnügen auf regennasser Fahrbahn, so neigt er doch hier etwas zum Abschmieren. Zum Glück regelt hier die Honda Traktionskontrolle nach. Ansonsten begeistert mich das Motorrad jeden Tag aufs Neue. Zum Verbrauch in Geschwindigkeitsbereichen unter 100 km/h ist es kein Problem, mit Spaß auch unter 5 Litern zu bleiben. Über 100 km/h geht der Verbrauch auch deutlich auf 7 Liter zu. Natürlich blieb die Africa Twin nicht im Serienzustand. Als Gepäcklösung entschied ich mir für die Hepco und Becker Explorer Cutout Koffer inklusive Topcase. Ebenso sind von Hepco und Becker der Tankschutzbügel und der Motorschutzbügel. Zusätzlich verbaut habe ich eine Motoratec Navi-Halterung für mein Garmin und natürlich einen Scott-Eiler für ein langes Kettenleben. Diverser Kleinkram wie ein Bremsflüssigkeitsbehälterschutz von SWMOTEC und eine USB-Steckdose habe ich ebenfalls baut. Zudem habe ich die Vorbereitung für die Nebelscheinwerfer inklusive Original-Honda-Schalter vorgenommen. Ansonsten lässt die Africa Twin für mich kaum Wünsche offen. Ein Startassistent wäre nett gewesen und eine LED-Kennzeichenbeleuchtung, denn das ist die einzige Glühlampe hier am Fahrzeug. Anfänglich hatte ich Bedenken mit den kleinen Fußrasten. Doch mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Selbst mit dicken Enduro-Stiefeln kann ich das Fahrzeug ohne Probleme beherrschen und auch fahren und stehen stellt gar kein Problem dar. Das war's mit dieser Folge Garagenplausch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.